Hallo und damit herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute geht es um das UMIDIGI A7 Pro Smartphone. Kaum ein technisches Gerät hat das Leben der Menschen so verändert wie das Smartphone. Heutzutage, vor allem wenn du dich in Städten umschaust, in der U-Bahn, in Zügen und so weiter, wirst du viele Menschen sehen, die auf ihr Smartphone blicken, um sich zu informieren oder mit Spielen ein bisschen abzulenken. Und ja, durchaus einfach ein kleines und sehr praktisches Gerät, was viele Leute immer dabei haben. Und hier haben wir aus dem Hause UMIDIGI preislich, wie ich finde, ein interessantes Angebot am Start. Das Amazon-Angebot dazu werde ich dir auch unten in der Videobeschreibung verlinken. Kannst du dir bei Interesse also anschauen. Ja, dadurch, dass es eben dass so ein wirklich gigantischer Trend geworden ist, das Thema Smartphone, ist es eben auch so passiert, dass eine riesige Industrie um dieses Thema entstanden ist, was wiederum dazu führt, dass der Kunde sich heutzutage, wie ich finde, ja, über sehr günstige Smartphones freuen kann. Denn preislich, wie ich finde, kann sich dieses Smartphone hier in der Tat auch sehen lassen. Das ist aber auch nur meine persönliche Einschätzung, ja. Also mach dir auch dein eigenes Bild zu diesem Smartphone aus dem Hause UMIDIGI. Ich würde sagen, wir schauen uns jetzt ein paar technische Eigenschaften auch mal genauer an. 128 GB interner Speicher. Das ist, wie ich finde, schon eine Hausnummer, vor allem zu dem Preis, ja. Und ja, was haben wir noch? Helio P23 Prozessor, 4 GB RAM. Ja. Und ja, wie bereits gesagt, die 128 GB bieten schon einiges Platz für Songs, Videos, Filme. Ja. Was haben wir noch? Kamera. Kamera ist auch ein großes Thema in Sachen Smartphone. Und hier haben wir ein Einsteiger-Smartphone mit Quad-Kamera. Ermöglicht atemberaubende High-Definition, Ultra-Weitwinkel für schöne Aufnahmen, hochauflösende Bilder und Videos. Und ja, das klingt wahrlich gut, wie ich finde. Wir haben ein 6,3 Zoll großes rahmenloses Display. Das ist für ein Smartphone schon eine ordentliche Größe, wie ich finde. Muss halt wirklich jeder selber wissen, ob ihm das reicht oder nicht, ja. Denn da gibt's, also Smartphones gibt's heutzutage wirklich in allen verschiedenen Größen, Formen und Farben, ja. Also da einfach mal ein bisschen gucken, was am besten zu dir passt. Das Design würde ich als zurückhaltend bezeichnen. Ich denke, hier geht es in erster Linie um die technischen Aspekte und wie ich finde, können die sich auch zu dem Preis wirklich sehen lassen. Ja. So, kräftiger und extrem dünner Metallrahmen mit ausgehärtetem Glasgehäuse liegt gut in der Hand. Ja, das ist schon mal wichtig. 4150 mAh Akku. Damit hast du ja, ordentlich Möglichkeiten, das zu nutzen, was die Akkuaufladung anbetrifft. Und ja, so, was haben wir hier noch? Ja, noch einige andere technische Eigenschaften. Also, das kannst du dir alles auch mal selber in Ruhe und Frieden anschauen. Wie ich finde, preislich ein sehr interessantes Angebot hier aus dem Hause UMIDIGI, wenn ich mir anschaue, was für technische Aspekte du bei diesem Smartphone bekommst. Ist aber auch nur meine persönliche Einschätzung, ja. Hier muss einfach jeder Smartphone-Freund selbst wissen, hey, worauf kommt es mir an? Was brauche ich? Was gefällt mir und was nicht? Ja. So, ich halte es für ein preislich interessantes Angebot. Das Amazon-Angebot zum UMIDIGI A7 Pro Smartphone werde ich dir auch unten in der Videobeschreibung verlinken. Kannst du dir bei Interesse anschauen. Wie ich finde, durchaus eine interessante Option für Smartphone-Freunde, vielleicht auch für Einsteiger in die Smartphone-Welt, ja. Da fängt man vielleicht auch mal mit so einem etwas günstigeren Exemplar an, um zu schauen, hey, worauf kommt es mir beim Thema Smartphone überhaupt an? Und wie bereits gesagt, schau dich einfach mal um in Städten in erster Linie. Da wirst du sehr viele Leute sehen, die mit dem Smartphone in ihrer Hand herumlaufen, einfach weil dieses kleine technische Gerät so viel Funktionalität in einer kleinen, kompakten Größe in sich vereint. Ja, ich hoffe sehr, dass dir mein Video gefallen hat.
Ich bedanke mich für deine Aufmerksamkeit und wünsche dir einen wundervollen Tag. Alles Gute, ciao.